Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon X. Wir sind hier im Petrophia angekommen und immer noch in unserer Gesteins-Hardcore-Monolocke. Und ich glaube, diese Folge wird ganz gut. Wir holen uns jetzt erstmal von der Lady hier die Zertrümmerer-TM. Und dann haben wir ganz neue Möglichkeiten. So halt, wir können Zertrümmererfelsen hier auf der Route und im Petrophia kaputt machen, um Litomief und Vitora hervorzulocken. Vielleicht auch ein paar Items, wie zum Beispiel ein Granitstein oder Pudersand, gibt's da auch. Also da kann man halt schon einiges mitmachen. Da ist sie. Vor allen Dingen schön, dass die Zertrümmerer mal gebufft haben. Früher hatte die Zertrümmerer nur eine Stärke von 20. Die Attacke ist halt einfach ein Witz. So, dann können wir gleich ein bisschen Coverage in unser Team bringen. Mal sehen. Nehmen wir die Eisenabwehr raus. Ja, denk mal schon. So, können wir bei Dihon noch irgendwas rausnehmen, ohne dass wir Verluste erleiden? Stampfer können wir wegmachen. Wir haben stattdessen Rückkehr. Rutenschlag würde ich ganz gerne beibehalten. In dem Kampf gegen diese beiden Kolbaffs hat uns Rutenschlag halt echt den Hintern gerettet. Cool. Dann sind wir auch schon abmarschbereit. Gab sie nicht noch? Ich wollte gerade sagen, hier gab es doch noch ein Häuschen. So, dann gehen wir da mal kurz hoch. Dann können wir uns noch eine O-Kraft holen. Schutz brauchen wir gerade nicht. Also. Dann holen wir uns mal die O-Kraft. Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Wir haben kein Verbot auf O-Kräfte. Spezialverteidigungskraft 1. Naja. Ich meine, an sich möchte ich die O-Kräfte nach Möglichkeit erstmal nicht benutzen. Weil halt, im Prinzip sind diese O-Kräfte wie ein kostenloses Kampf-Item. Also halt wie ein kostenloses X-Angriff, was wir vor dem Kampf einmal einsetzen können. Wobei der Unterschied ist halt, ein X-Item kannst du 6-mal einsetzen. Das Ding setzt du einmal ein. Eine Reitroute! Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass das hier unser Rihon ist, auf das wir uns setzen. Uah, ich hasse diese Steuerung. Ich hasse diese Steuerung. Ich habe keinen Schutz drauf, ne? Können wir bitte flüchten? Au. Das scheint noch keine Bohnenattacke zu können. Wie gut für uns. Au. Geht doch. Das hätte auch anders enden können, wenn das Ding eine Bohnenattacke gehabt hätte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Robustheit aufrechterhalten. Und dass wir mit Schutz rumlaufen. Ich sollte vielleicht noch Schutz holen. Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir schon unterwegs. Geht's nicht nochmal zurück. Genau, Rihorn. Ist nicht. Kurz drehen. Nein, da lang. Eine X-Abwehr, die können wir verkaufen, wenn wir hier durch sind. Und rauf da. Können wir rückwärts gehen? Perfekt. Also so hatte ich das mit der Frage nicht gemeint, aber auch gut. Gott, ich habe noch nie so eine haklige Steuerung in einem Pokémon erlebt. Wobei, wenn man halt die Logik dahinter verstanden hat, geht's eigentlich so. Es bewegt sich halt nur ganz anders als der Spielecharakter. Damit habe ich ein Problem. Weil die Logik ist, das Rihorn geht halt immer in die Richtung, wie wir unseren Control-Stick drücken. Weil es dreht sich halt nur in die Richtung. Da wollen wir lang.
Ja, die will wohl nicht kämpfen. Ich wollte nicht wieder aufsteigen, Rihorn. So, rein da. Witzig, dass wir hier nicht auf Skatern fahren können. Hier gibt's übrigens wilde Rihorn. Ich wollte es nur mal angekündigt haben. Tragosso. Also, ich hab nichts gegen Tragosso, aber Tragosso ist ein Bodentyp. Pfui, Deibel. Oh, das war's. Ich renne hier einfach mal durch, ne? Irgendwann kommen wir schon irgendwo an. Habe ich nicht gesagt, hier gibt's Rihorn? Können wir da flüchten? Im Prinzip wird das Rihorn halt easy EP, so halt. Wir wissen ja, dass es nur normal attacken kann, wie für Metallklaue. Oh, der Schutz wirkt nicht mehr. Na gut, dass wir noch einen Superschutz haben. Einfach immer geradeaus. Irgendwann kommen wir schon an. Wir halten uns immer auf den Hauptweg. Tada, da wären wir schon. Und hier gibt es Zertrümmererfelsen. Nanu? Dass der Typ seine eigene Cutscene kriegt, ne? Aber, wen haben wir denn da? Einen neugierigen Trainer, der uns hierbei einfach so rumschnüppelt. Hab ich recht? Jetzt sind wir gut zu. Die vom modischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Uns ist es völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde. Du weißt doch sicher, dass man nicht mit Feuer spielen sollte, oder? Nein? Mir hier an dir meinen feinen Zwirn schmutzig zu machen, ist zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon mal aus dem Weg. Los, Holduster! Lass die Fetzen fliegen! Immer hat er gute Musik mitgebracht. Okay, Andesit, ich weiß, dass du das kannst. Dieses Holduster hat bestimmt noch keine Feuerattacke. Selbst wenn, wir haben unsere Robustheit aktiv. Eins kannst du besiegen. Du bist sogar schneller. Sind wir so schnell oder ist das Holduster einfach nur langsam? Ja, was machen wir jetzt damit? Raufhauen. Draufhauen ist immer gut. Au. So. Tada. Ich hab verloren. Ich werde mich jetzt gepflegt verkrümmeln. Nichts für ungut. Den haben wir es gezeigt. Ja, nein. Dafür, dass du noch grün hinter den Ohren bist, gibst du einen tollen Trainer ab. Freue dich bloß nicht zu früh. Schließlich bin ich ja nicht das einzige Mitglied von Team Flair. Das wäre witzig. Einfach so ein Team, das nur aus einem einzigen Typen besteht. Aber weil diese Rüpel alle gleich aussehen, denkt man immer, es ist ein anderer. Dabei ist es die ganze Zeit derselbe. Oh, ein Granitstein, wie schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Gesteinsattacke. Dann kann es losgehen. Noch ein Granitstein, wie schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Gesteinsattacke dafür. Dem Flair tut, was es will. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und bekommt eine Abreibung. Das Witzige ist, alle anderen Fossilien sind erst im Postgame erhältlich. Außer das von Aerodactyl, das kann man hier jetzt schon finden. Ansonsten wäre das halt echt cool. Hier gibt es nämlich voll viele Fossilien. Also, alle vorherigen gibt es hier. Richtig cool. Ist zwar halt auf beide Editionen aufgeteilt, aber das ist trotzdem noch eine Menge. Das ist aber nicht nett von dir. Ich bin völlig außer mir. Das sehe ich. Gucken, was wir unter diesen Felsen haben.
Pokémon. Oh, es ist ein kleines Litomit. Und ratet mal, welchen Typ Litomit hat. Genau, es ist ein Gesteins-Pokémon. Überlebst du eine Rückkehr? Mist, es ist ein Gesteins-Pokémon. Ja, easy. Es kann sogar eine Gesteins-Attacke. Luxusball? Ha! Wir haben ein Litomie, wie schön! Sehr schön. Ach, es fühlt sich so gut an, ein Gesteins-Pokémon mal ehrlich zu fangen. Litomief, das Steinhaus-Pokémon, hüllt sich einen brauchbaren Stein aus, um darin zu wohnen. Geht er zu Bruch, ruht es nicht, bis es einen neuen findet. Natürlich gebe ich dir einen Spitznamen. Was gibt's denn noch für Gesteinssorten? Das ist Speckstein. Speckstein ist eigentlich voll der komische Name, ne? Wenn man bedenkt, was Speck eigentlich ist. Wir haben ein Litomief im Team. Es ist Minusangriff. Aber es kann eine Gesteinsattacke. Das hat es unseren anderen beiden Gesteins-Pokémon voraus. Mal sehen. Wir müssen bedenken, es ist nur 3 Level tiefer als die anderen, beziehungsweise 4. Es ist immerhin schon das zweitschnellste. Uff, aber die Spezialverteidigung, ne? Oh, gar nicht, wir sind Plusangriff. Wir sind Plusangriff minus Spezialverteidigung. Es verwirrt mich immer, wenn ich Fire Emblem Heroes vorher spiele. Bei Fire Emblem Heroes ist es nämlich auch so, dass die gezogenen Charaktere einen Floor und einen Boon haben. Nur da ist es so, der Boon wird blau angezeigt und der Floor rot. Also umgekehrt wie hier. Hier wird der Boon rot angezeigt und der Floor wird blau angezeigt. Deswegen verwirrt mich das. Aber es ist plus Angriff minus Spitzverteidigung. So. Also die Spitzverteidigung ist nicht so die beste, aber es kann nicht gekrittet werden. Das ist für einen Nuzlocke eigentlich immer ziemlich cool, wenn man Pokémon hat, die nicht gekrittet werden können. Damit hätten wir ein weiteres Pokémon, das wir gegen Pflanzen-Pokémon in den Kampf schicken können. Wird wahrscheinlich nur ziemlich schwierig werden, das zu trainieren. Aber gut, jetzt kriegt es ja eh erstmal. Oh, die Pessenbeere will ich nicht. Jetzt kriegt ja eh erstmal die EP von der. Vom EP-Teiler. Ja. Mal gucken, was kannst du denn für Attacken lernen? Zertrümmerer. Und wir könnten mit Litomief ein Zerschneider-Pokémon ins Team nehmen. Oh, wir können ja Clownwitzer beibringen. Schön. Bringen wir dir mal ein bisschen was bei. Finte ist auch physisch, ne? Das ist ja eigentlich auch erstmal ganz nützlich. Tja, es ist zwar ein Käfer-Pokémon, aber es kann Plage nicht lernen. Davon abgesehen ist Plage ja eh keine gute Attacke. Ich meine, Zerschneider wird zwar ganz sexy, um halt an ein paar Items zu kommen, aber wirklich brauchen tun wir Zerschneider eigentlich nicht. Rückkehr lohnt sich noch nicht. Dafür haben wir es noch nicht lange genug. Ich muss erst Freundschaft fahren, dann geht das. Hallo, Flegnoll. Tja, du bist leider ziemlich schnell. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht vor dir fliehen. Also dafür, dass wir es ziemlich schnell ist, haben wir es gerade ordentlich geoutspeedet. Wobei gut, Riolüf hat auch in Speed investiert. Also was haben wir hier? Noch ein Litomie. Kommt da noch ein Zertrümmererfelsen? Oder stehen die? Hi. Die vermodischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken.
Da sucht man nach einem Fossil und was findet man? Ein Kind. Sefi. Hast du einen alten Bernstein gefunden, den du rüberschmeißen kannst? Ansonsten, wie kriegen wir auch alleine? Das sind zwei von diesem Team Flair. Darf ich an deiner Seite kämpfen, Nachbarin? Na, wenigstens fragt er, da will ich ja mal nicht so sein. Er hat immerhin gefragt. Vorhin habe ich gegen einen anderen Schergen von Team Flair gekämpft. Ich auch, und? Wenn es euch darum geht, die Mitglieder von Team Flair Wundus glücklich zu machen, dann lassen wir euch gewähren. Doch wenn ihr davon faselt, uns auslöschen zu wollen, dann geht ihr eindeutig zu weit. Zwei Kampf-Pokémon. Tja, wir können das Zeo lieber am Leben lassen. Wir könnten zwar mit Dampfwalze angreifen, das würde das Klebunkel effektiv treffen. Aber, wobei, zurückhex ist Unlichtkampf. Vergiss, was ich gesagt habe, das machen wir lieber so. Dann ist das eine Kampf-Pokémon schon mal weg. Oh, er ist so nett zu uns. Das ist schlecht. Speckstein, mach dich nützlich. Du musst erstmal nur gut aussehen. Unser Rivale wird sich schon drum kümmern. Das ist nicht gut. Unser Rivale wird sich drum kümmern, ihr werdet sehen. Sag ich doch. Hurra, ein Hoch auf Team Flair. Oh, Moment mal, ich hab ja verloren. Och nö, ich könnte heulen. Ach, meine maßgeschneiderte modische Uniform von Team Flair ist schmutzig geworden. Ein Fossil in ein Pokémon zurückzuverwandeln kann sich finanziell durchaus lohnen. Nur nicht nur finanziell. So, bevor wir da weitermachen, fahren wir hier erstmal ein bisschen. Hier können wir nämlich einfach rein und raus gehen. Ich meine, wenn wir die Storyline fertig machen, werden wir zurück nach Petrophia geschickt, automatisch. Und hier gibt es ja gleich zwei Zertrümmererfelsen. Also schön, dass das so auf Anhieb funktioniert hat. Wir gucken trotzdem mal, was da drunter ist. Vielleicht kriegen wir noch einen Pudersand. Das wird eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nö. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Aber schön, wir haben den Lithomief, wir haben unseren Altbernstein für Aerodactyl. Und wir haben nichts. Das ist doch auch mal was. Lass mich raten, da ist wieder ein Lithomief drunter. Warum sind da nicht keine Kleinstadt? Onyx. Wait a minute. Wait a minute. Onyx hat auch einen Gesteinstyp. Wieso habe ich vergessen, dass wir Onyx fangen können? Wahrscheinlich, weil ein Stalos den Gesteinstyp verliert. So halt. Das Ding ist, wir können dieses Onyx fangen. Und auch einsetzen. Wir können es halt nur nicht mehr weiterentwickeln. Weil wenn wir es weiterentwickeln, verliert es den Typ. Und naja, dann ist es kein Gesteins-Pokémon mehr. Ach, diese Folge ist wie Weihnachten. Tada! Onyx ist zwar kein gutes Gesteins-Pokémon, aber es ist ein Gesteins-Pokémon. Onyx, das Felsleiter-Pokémon. Dieses Pokémon gräbt sich auf seiner Suche nach Futter lange Tunnel, in denen sich später Delikte einnisten. So halt.
wenn Onyx einäugig ist, weil es so ein schlechtes Gesteins-Pokémon ist. Es ist immer noch der König unter den Blinden. So, wir haben es nach Onyx, dem Edelstein, benannt. Und ist es kann nicht gewonshottet werden. Uff, es ist ruhig. Ja, das ist plus Spezangriff minus Initiative. Das tut schon ein bisschen weh. Also, das tut halt anders weh. Onyx ist nämlich überraschend schnell dafür, dass es ein Gesteins-Pokémon ist. Ja, jetzt das sieht man jetzt nicht so wirklich, aber... Es ist das zweitschnellste in unserem Team, obwohl es nicht gelevelt ist und noch ein Minus drauf hat. Dafür hat Onyx eine ziemlich gute Verteidigung. Was bei uns allerdings jetzt nicht so ein Ding ist, weil wir sehr viele Pokémon haben, die eine gute Verteidigung haben. Aber hey, selbst mit der Spezverteidigung steht es gar nicht mal so schlecht da. Und wir könnten Onyx ein Evolit ausrüsten, weil wir es ja nicht weiterentwickeln können. Dann wäre es nochmal eine ganze Ecke tankiger. Ich will den Evolit aber eigentlich an Rizeros geben, wenn wir später eins haben sollten. Aber hey, immerhin haben wir ein bisschen Auswahl. Das ist doch auch schon mal was. Wir rennen nicht mehr mit zwei Pokémon durch die Gegend. Dass ich das noch erleben darf. So, da drunter. Noch ein Granitstein. Also halt, an Granitstein mangelt es uns gerade überhaupt nicht. Leider mangelt es uns im Moment ein bisschen an Gesteinsattacken. Ich glaube, Litumief ist gerade das Einzige, das eine Gesteinsattacke hat. Gut, dass es nach dem nächsten Orden oder als Gewinn für den nächsten Orden dann Felsgrab gibt. Das ist eine Gesteins-TM. Die können wir dann jedem Pokémon beibringen, wenn wir wollen. Mal sehen, du hast Felsgrab. Und Fluch. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und Steilwurf. Dann haben wir Katapult. Ja, zwei haben wir. Oh, das will ich nicht tauschen. Geben. So. Können wir die gleich schon mal nutzen. Ah, wir haben einen Altbernstein. Wie schön. Gott, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass das Farm ewig dauert. Noch ein Beleber, aber da hatten wir halt echt Glück. Los. Ey, ich wollte eigentlich zu den Felsen, aber gut. Hast du ihn gefunden? Den Felsen? Ja. Den Typen? Ja. Hey, hallo. Auf der Suche nach Fossilien, wie? Hat ihn Flair hier? Teen Flair? Was soll das sein, ein Pokémon? Ist schon gut. Er war wohl so in seine Fossilien vertieft, dass er nichts anderes wahrgenommen hat. Ihr beiden seid wahre Glückspilze. Ich habe nämlich genau zwei Fossilien gefunden. Und da ich diese bereits in meiner Sammlung habe, werde ich euch hier eines geben. Toll, oder? Möchtest du lieber das Kiefer oder lieber das Flossenfossil? Wir sollten das Kieferfossil nehmen. Balgoras hat den Drachentyp. Der Drachentyp gibt uns Schutz vor Wasser- und vor Pflanzenattacken. Unsere größten Schwächen momentan. Das Flossenfossil würde uns Amarino geben. Amarino ist Gestein Eis und das hat die so ziemlich mit die meiste Schwächenkombination, die man überhaupt haben kann. Schlimmer ist halt nur Pflanzeis, also von daher sollten wir dann lieber beim Kieferfossil bleiben. Das ist das Kieferfossil, den Beißern dieses Pokémon hielt nicht stand. Dieses Fossil soll es also sein, aber sowas von. Dann nehme ich das hier. Das ist halt so schade, dass Kalem so viele Pokémon kriegt, die halt auswechselbar wären, er die aber nicht ins Team aufnimmt. So halt, der könnte halt voll das vom Spieler anpassbare Team haben. So, er kriegt einen von den Kanto-Startern, er kriegt seinen eigenen Starter und er kriegt eins von den Fossilien, wo der Spieler jeweils auswählen kann, was er kriegt. Also halt, jetzt nicht unbedingt. So halt, man könnte halt zum Beispiel sagen, bei den Kanto-Startern kriegt er das schwächere Pokémon, weil er ja schon bei den Dingsen-Startern, bei den normalen Startern das Bessere nimmt. Also halt in unserem Fall, wir haben mit Finks angefangen, dann sollte er, hat er halt Froxy genommen und von den Kanto-Startern sollte er dann halt Bisasam kriegen. Dann hat er halt schon ein ziemlich ausgeglichenes Team gleich am Anfang. Kann dann halt höchstens passieren, dass er mit zweimal denselben Typ endet.
Aber ist das möglich? Kannst du zweimal mit demselben Typ enden, wenn du bei den Kanto, bei den Kanto und Kalos-Startern was Falsches wählst? Theoretisch schon. Ich meine halt, wenn wir es machen, wie halt wir es jetzt gemacht haben, wir haben ja Glumanda und Finks genommen, dann würde er halt... Nee, selbst dann geht's ja nicht, weil dann geht's ja andersrum. Er würde dann ja Bisasam nehmen. So halt, das würde ihn halt schon ein mega ausgeglichenes Team geben. Ich mach mich dann schon mal auf den Weg. Und ich bin so mein Monolog vertieft, der Typ steht da rum. Kann ich jetzt mal gehen? Wir waren eigentlich unterwegs, den Assistenten zu suchen, doch gefunden haben wir letztlich nur diese aufrührerische Bande Team Flair. Es ist besser, wenn wir noch weiter trainieren, damit wir unsere Reise sicher fortsetzen können. Deswegen werde ich mein Glück in der Arena von Rivera City versuchen. Ich werde mein Glück unter diesem Stein versuchen. Vielleicht ist da ja ein Pudersand drunter. Den können wir ganz gut gebrauchen. Nö, nur ein weiterer Granitstein. Jetzt können wir uns quasi mit Granitstein zuschmeißen. Fluchtseil? Fluchtseil. Ach, wir haben schon eins. Na dann, let's go. Jetzt müssen wir nur den ganzen Weg zurückreiten. Wie schön. Irgendwie hätte man sich diese Reitstrecke auch sparen können. Das ihr blöden Felsen. Ich frage mich, wie man so auf die Idee gekommen ist, diese Strecken einzuführen. Hallo, du böseste Brutas. Der Sandsturm macht uns nicht. Lebe wohl, du blödes Hippopotas. Ist ja das Wort Popo im Namen. Ernsthaft, da kommst du nicht weiter? Danke fürs Mitnehmen. Na, ich meine, irgendwie ist es halt schon cool, dass man so auf Pokémon reiten kann. Die Idee war nett, die Ausführung war jetzt nicht so gut. Meine Güte, wer hätte gedacht, dass unser Team so anwächst? Wir haben richtige Luxusprobleme. Wir brauchen wieder Schutz. Ich nehme mal 10. Ich weiß nicht, ob wir nach der nächsten Arena schon Superschutz kaufen können. Superschutz ist wesentlich effizienter. Mal sehen. Das kann weg. Brauchen wieder ein bisschen Barschaft. Der kann eigentlich auch weg. Wir können eh keinen Blattstein einsetzen. Mal sehen. Da haben wir noch einen X-Angriff. Können wir gleich mal unsere Tasche hier ein bisschen aufräumen. Wo sind die Beleber? Habe ich die schon verkauft? Bin ich blind? Habe ich bestimmt schon verkauft. Ach, die sind in der Medizintasche, ne? Die sind hier. Da. Können wir ja eh nicht einsetzen. Können wir sie auch verkaufen. So, Zeit, unser Team zu erweitern. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Aerodactyl. Dankeschön. Mir fallen keine Gesteinssorten mehr ein. Ich bin nicht so kreativ. Ist zwar keine Gesteinssorte, aber es klingt doch niedlich. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Es ist... Plus Angriff, minus Spezialverteidigung. Und es ist schon mal gut, dass es auf Plus Angriff ist. Fähigkeiten Steinhaupt,
Das heißt, es kann keinen Rückschuss erleiden. Ziemlich unnütz für uns. Ich glaube, Aerodactyl lernt so gut wie keine Rückschussattacken. Risikodeckel vielleicht, aber ich glaube, sowas wie Steinhaupt lernt so halt. Für Steinhaupt können wir, glaube ich, kaum einsetzen. So halt. Kopfschuss. Kopfschuss lernt es, glaube ich, nicht per Level, aber ansonsten wäre es ziemlich cool für uns. Können wir auch schon den Aerodactyl Need kriegen? Den gab's doch hier. Naja, reden wir erstmal mit den Typen hier. Hi. Ach, da ist er. Da ist er ja. Haben wir einen Aerodactyl Need? Ich meine, wir haben zwar an sich keine Regel, die sagt, dass wir keine Mega-Entwicklung einsetzen dürfen, aber wir sollten das auf ein Minimum reduzieren. Und damit haben wir Balboas. Und das nennen wir... Ich weiß es nicht. Wir nennen es Kaiser. Oder es ist eigentlich ein König, aber was soll's. So. Gucken wir uns das mal an. Der Titankiefer. Damit werden Bissattacken verstärkt. Ich glaube, per Level-Up kannst du nur Knirscher lernen. Die anderen Zähne sind, glaube ich, Zuchtattacken. Halt Donnerzahn, Eiszahn und so. Ich glaube, Eiszahn kannst du nicht mal lernen. Von daher, ja gut, wir haben etwas stärkeren Knirscher. Davon abgesehen, durch den Drachentyp kannst du halt sehr viele Attackentypen lernen. Das ist ziemlich gut, wie gesagt. Der Drachentyp gibt uns so viele Resistenzen. Wir müssen zwar vor Eisattacken aufpassen und anderen Drachenattacken, aber die gibt es momentan so gut wie gar nicht. Und naja. Schaut mal, da ist ein Pokémon, das resistent gegen beides ist. Richtig gut. Ach! Wir sind von zwei Pokémon in diesem Part auf ein volles Team gekommen. Richtig cool. Und das Ding ist, Bitora wartet da unten irgendwo auf uns. Ein Wassergesteins-Pokémon. Haben wir was zum Surfen? Dann werden wir wahrscheinlich Onix dafür ablegen. Nehme ich mal an. Vielleicht habe ich mir bis dahin auch noch eine bessere Gesteinsart überlegt oder halt nachgeguckt, was es so für Gesteinsarten gibt, damit das einen passenden Spitznamen kriegen kann. So, die drei hier sind ja ziemlich spontan entstanden. Aber gut, wir machen jetzt erstmal an der Stelle eine Pause. Unser Abenteuer hier in der Leuchthöhle ist ja Gott sei Dank glimpflich geendet. Wie gesagt, wir haben unser ganzes Team erweitert. Jetzt sind wir für die nächsten Herausforderungen bereit. Ich glaube, ich werde im Off ein bisschen trainieren, dass die so ein bisschen alle auf Level kommen. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Damit wir nicht noch weiter zurückfallen. So halt, wie gesagt, der nächste Arenaleiter hat als höchstes Pokémon auf Level 25. Das heißt, das wird das Cap. Und naja... Da unten ist jetzt noch eine Route und dann sind wir halt schon in der Stadt. Also so lange dauert das gar nicht mehr. Das schaffen wir bestimmt beim nächsten Mal. So, von daher sollten wir dann vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überleveln, wenn ich jetzt noch trainiere. Aber gut, werden wir schon alles irgendwie hinkriegen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!